Hallo, liebe Geschwister in Christus, ich grüße euch im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Bei der Stunde der Wahrheit versuchen wir einige Fragen zu beantworten. Und die Fragen wollen wir also mit der Bibel beantworten. Also heute werden wir uns also mit dem Thema Christsein beschäftigen. Die Frage ist, was ist ein Christ? Ist man Christ nach Definition oder Christ nach Tradition? Wir sehen also heutzutage in vielen Ländern, dass die Leute einfach Christen genannt werden. Man sagt immer, ich bin ein Christ. Ja, warum bist du ein Christ? Ich bin ein Christ, weil ich die Steuer zahle. Ich bin ein Christ, weil meine Eltern Christ sind. Ich bin ein Christ, weil ich aus einem christlichen Land komme. Ich bin ein Christ, weil ich getauft wurde. Ich bin ein Christ, weil und weil und weil und weil. Aber was bedeutet überhaupt also Christ sein? Wer ist überhaupt also ein Christ? Dieser Begriff Christ ist zum ersten Mal in der Bibel in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Zum ersten Mal hat man das also gehört. Ich lese mal. Also in Apostelgeschichte 11, Vers 26, da steht, es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst, also zum ersten Mal in Antiochien, Christen genannt wurden. Also hier ist die Geschichte von Paulus, die waren also in dieser Stadt Antiochien, die haben also gelehrt und die haben sich also getroffen und hier steht also ganz klar, dass die Jünger Jesu Christi als Christen genannt wurden. Also, was bedeutet das also Christ? Man merkt schon, also man sieht also in diesem Begriff, Christ sein hat schon also mit Christus zu tun. Christus bedeutet der Gesalbte und Christen bedeutet einfach kleine Christen. Also kleine Christus, wie wollte ich sagen, kleine Christus, also Leute, die an Jesus Christus geglaubt hatten, die nach seinem Wille, sein Wort, seine Lehre gelebt hatten und so wurden sie Christen genannt. Also Christen kommt also aus Griechisch, also im Griechisch, das ist der Begriff Christianos, also in Englisch sagt man also Christian, Christianos. Und das bedeutet einfach, wie Christus, wie Jesus Christus. Also, die Leute in Antiochien hatten die Christen beobachtet. Die hatten gesehen, also wie sie gelebt hatten, wie sie gelehrt hatten, ihr Verhalten, ihre Gemeinschaft und so weiter. Und so wurden sie Christen genannt. Also, Jünger Jesu Christus wurden Christen genannt. Also da sieht man, da kann man überhaupt nicht sagen, okay, ich bin ein Christ, wenn man überhaupt nicht an Jesus Christus glaubt. Christ sein hat mit Jesus zu tun. Aber was sehen wir also heutzutage? Es gibt also Leute, die bekennen sich als Christ, weil sie die Steuer zahlen. Die glauben nicht an Jesus Christus, die wollen nicht mit Jesus zu tun haben, aber die bekennen sich also als Christ, weil sie sowieso Steuer zahlen. Oder die sind also ein paar Mal in eine Kirche gegangen, Weihnachten, Ostern und oder weil sie in eine katholische Kirche getauft wurden oder weil sie dort in eine katholische Gemeinde oder eine christliche Schule gegangen sind und dann bekennen sie sich also als Christen. Oder noch, weil sie also eine bestimmte Lehre von der Bibel also bekommen haben am Sonntag und so weiter und dann
wollen sie sich also als Christen bekennen. Aber die Bibel sagt ganz klar hier, dass Christsein mit Jesus zu tun hat. Was bedeutet das? Also die Jünger Jesus sind Leute, die an ihrem Meister, also der Meister ist Jesus, an Jesus geglaubt hatten. Jünger bedeutet bloß, das ist der Begriff, also ein Jünger zu sein, das ist wie, also auf Englisch sagt man also Disciple, das sind die Leute, die einen Lehrer oder einen Meister hatten und alles, was der Meister gelehrt hatte, wie er gelebt hatte und was, sogar was er aß, alles haben sie beobachtet und einfach nachgemacht. Die hatten an ihm geglaubt. Die wollten genauso wie der Meister sein. Und die Jünger Jesu Christi wollten genauso wie der Meister, der Jesus ist, sein. Aber was sehen wir heute? Man bekennt sich ja so als Christ und will gar nicht mit Jesus zu tun haben. Sogar seine Lehre. Die Lehre von Jesus. Jesus sagt das, aber die sagen was anderes. Jesus sagt, lieb deine Nächsten, die wollen das nicht. Und dann bekennen sie sich auch trotzdem mal so als Christen, weil sie irgendwas also mit dem Christentum zu tun haben. Meine Damen und Herren, die Zeit ist richtig, richtig schlimm geworden. Sind wir Christ nach Definition oder Christ nach unserer Überlieferung oder nach unseren Traditionen? Weil wir so gelehrt wurden, seit wir Kind sind, ja, wir sind Christen, und dann bekennen wir uns also als Christen, aber wie ist das im Augen des Herrn? Wie ist das im Augen von Jesus Christus? Wie kann man sagen, ich bin ein Christ, wenn man die Lehre von Jesus überhaupt nicht annimmt? Oder man tut das Gegenteil. Oder man glaubt komplett an das Gegenteil, was Jesus gelehrt hat. Manche wissen überhaupt nicht, wer Jesus ist. Aber die bekennen sich also als Christ, weil sie in ein christliches Land sind. Was ist überhaupt das ein christliches Land? Was ist überhaupt das eine christliche Kultur? Einfach, weil es also von der christlichen Lehre geprägt ist. Aber das heißt nicht unbedingt, dass man also ein Christ ist. Im Augen des Herrn sind Leute, die an Jesus geglaubt haben, die seine Lehre angenommen haben, die genauso wie Jesus sein wollen, die sein Wort tun. Das sind Leute, die wir als Christ nennen können. Halleluja! Weil Christus hat uns gesagt, er geht und er kommt wieder. Er wird seine Gemeinde holen. Aber diese Gemeinde, das ist keine Gebäude, das ist keine Kirche. Diese Gemeinde ist voll von Leuten, die seinen Namen angenommen haben, seine Lehre angenommen haben, die ihn in ihren Herzen, die ihn in dem Herzen angenommen haben, die Leute, die nach seinem Wort leben wollen. Halleluja. Also, wenn du dich also als Christen bekennst, weißt, dass du schon, also das bedeutet, dass du Jesus als einziger Herr angenommen hast. Also du kannst einfach nicht sagen, ja, ich bin ein Christ, aber ich bete noch irgendwelche Heilige. Oder ich habe kein Problem also mit Buddhismus oder mit Mohammed oder und. Nicht vergessen, Jesus sagt in seiner Lehre als Hohepriester, er sagt ganz klar, ich bin der einzige Weg. Einzige Weg. Es gibt andere Wege, ja, aber ich bin der einzige Weg, der zum Himmel führt.
die andere Wege, es gibt also viele Wege, die führen irgendwo, aber der einzige Weg zum Heil, einzige Weg zum Himmel, einzige Weg zum ewiges Leben, laut Jesus Christus, sagt er, er ist der einzige Weg. Halleluja. Also dieser Begriff, also Christen, taucht dreimal in der Bibel. Dreimal, nur dreimal in der Bibel, aber Christen hatte also mit den Jüngern Jesus zu tun. Und Jesus sagt also nochmal, er sagte ganz klar, geht in alle Welt und tauft sie im Namen des Herrn, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sagt er dazu, ach, lesen wir das einfach. Wir gehen also einfach in Matthäus 28, das ist direkt am Ende. Also, Jesus sagt, also in Vers 19 sagt er, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann sagt er noch dazu, Vers 20, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Halleluja. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also, Jesus sagt ganz klar, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger. Halleluja. Er hat nicht gesagt, dass er will Leute, die irgendeine Mitgliedschaft oder irgendwas Mitgliedgebühren, also monatlich, also zahlen, damit sie irgendein Verein also kommen. Nein. Er sagt Jünger. Die Jünger sind Leute, die versuchen, die tun alles. Die wollen genauso wie ihre Meister sein. Die bekommen die Lehre von den Meister. Die machen, was der Meister sagt. Und unser Meister hier, unser Herr hier, ist Jesus Christus. Und deswegen sagt er ganz klar, geht und macht sie Jünger. Und lehrt sie zu bewahren alles, was ich euch gelehrt habe. Also das heißt, die Lehre geht weiter und weiter und weiter. Man kann doch nicht sagen, okay, ich bin da so ein Christ und die Lehre Jesus Christus überhaupt nicht annimmt. Das passt einfach nicht zusammen. Halleluja. Also heute in der Stunde der Wahrheit, ich weiß, also die Wahrheit ist nicht einfach zu schlucken, es ist nicht einfach zu nehmen, aber die Wahrheit, wie Jesus es gesagt hat, wenn man die Wahrheit annimmt, die Wahrheit wird uns frei machen. Frei von was? Frei von unserer Kultur, frei von unseren Überlieferungen, frei von unseren Traditionen, frei von wie wir die Welt also heutzutage sehen. Jesus will, dass wir die Welt, dass wir also das Wort, dass wir zurück zum Wort kommen, zurück zu ihm kommen. Unsere Traditionen, unsere Überlieferungen haben uns ganze Jahre also im Gefängnis einfach angekettet. Wir sind da so drin geblieben. Wir haben geglaubt, also jahrelang geglaubt, dass wir Christen waren. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, solange wir Jesus nicht als Herr angenommen haben, können wir uns nicht also als Christ bekennen. Das Schlimmste ist noch, also irgendwie Kinder, die getauft wurden, die hatten keine Ahnung, was da los war. Die könnten sich nicht mal also Jesus bekennen. Weil Jesus anzunehmen, das ist also eine persönliche Erfahrung, persönliche Entscheidung. Diese Entscheidung kommt also tief aus unserem Herz, also wir nehmen sein Wort, wir hören sein Wort und nehmen wir das an und sagen, Herr, vergib mir für meine Sünde, vergib mir alles, was ich getan habe. Man tut einfach Buße und man kommt also alleine zu Jesus und bekennt Jesus als Herr. Es ist eine persönliche Entscheidung. Was ist dann also für die Kinder, die als Babys also getauft wurden?
Und dann haben sie so einen Pass oder irgendeinen Ausweis also bekommen. Ja, okay, da steht also der Name und dann, okay, Christ. Und dann fängt er an, also jahrelang Steuer zu zahlen und. Aber er hat Jesus überhaupt nicht angenommen. Und wenn er so stirbt, dann ist er überhaupt nicht also ein ewiges Leben also mit Jesus Christus. Seht ihr also, wie gefährlich es ist, wenn man also die ganze Zeit glaubt, dass man also ein Christ ist, aber man ist also ein Christ nach Traditionen der Menschen, aber nicht nach der Definition von Jesus Christus. Die Menschen, also in Antiochien, wo die Christen zum ersten Mal als Christen bezeichnet wurden, die wurden nach ihr Verhalten, nach ihrer Hingabe zu Jesus Christus, nach ihrem Leben, wie sie gelebt hatten, wie sie die Lehre von Jesus angenommen und einfach vollgebracht und getan hatten. Und nicht, weil sie bloß also einen Ausweis gezeigt hatten, nicht, weil sie in eine Kirche gegangen sind. Nein, man hat das also in ihrem Leben gesehen und erkannt. Aber heute sind wir voll mit Denominationen. Oh, Christen, Katholiken Christen oder Baptisten Christen oder Evangelikalen und so viele Namen, so viele Konfessionen. Aber sind diese Leute wirklich Christen nach der Definition, nach was die Bibel sagt? Komm einfach zurück zum Wort. Das ist, was wir die ganze Zeit sagen. Wenn wir zurück zum Wort kommen, das heißt einfach, dass wir zu Jesus zurückkommen, weil Jesus das Wort ist. Und wenn wir das Wort annehmen, dann werden wir frei sein. Wir können doch nicht sagen, also, dass wir Christ sind, weil wir also um Weihnachten also in der Kirche sind. Und das Schlimmste noch, also die Leute gehen also in diese Gebäude und die gehen also, die laufen also so fromm und glauben, okay, ja, die fühlen also irgendeine bestimmte Atmosphäre und wenn sie da rauskommen, die sind genauso gleich, genauso böse, genauso leben sie in Unzucht und so weiter in der Sünde. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Wenn du sein Wort annimmst, wenn du seine Lehre in deinem Herz annimmst, seine Liebe, tut Buße und dann wirst du ein wahrer Christ sein. Dann wirst du nach seinem Wort leben. Dann wirst du seine Liebe in deinem Herz bekommen. Wirst du seinen Geist in dir bekommen und sein Wort, sein Geist wird dir einfach helfen, sein Wort zu tun. Halleluja! Wahre Christen sind Leute, die nur an Jesus Christus glauben. Wahre Christen sind die Leute, die sich bezeichnen als Christen, weil Jesus für sie gestorben ist. Wahre Christen sind Leute, die nach dem Wort Jesu Christi leben. Halleluja. Also, heute in unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit, wollten wir über das Christsein reden. Wir wollten einfach diese Frage beantworten. Sind die Leute Christen nach der Definition oder sind sie Christen nach der Tradition? Aber Jesus sagt etwas, was sehr, sehr, sehr interessant ist. In Matthäus, sehen wir das also in Matthäus 15. Ich lese mal in Matthäus 15. Dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen:
Warum übertretet auch ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen? Halleluja! Wegen unserer Tradition, unserer Kultur und, oder wo wir herkommen oder wegen unserer Familien, wie unsere Familien die Sachen sieht und haben wir uns also als Christen einfach bezeichnen oder haben wir uns also als Christen erkannt, aber das Wort Gottes sagt was anderes. Ohne Jesus als Herr anzunehmen, gibt es kein Christ. Christ hat mit Jesus Christus zu tun. Hat mit seiner Lehre, seiner Liebe, sein Wort zu tun. Also wenn jemand sagt, ich bin ein Christ, dann glaubt er an Jesus und hat also die Lehre von Jesus in sein Herz angenommen und lebt nach Jesus Christus Lehre. Halleluja. Und seine Lehre ist in der Bibel. Man kann doch nicht sagen, ich bin ein Christ und die Bibel will man also gar nicht damit zu tun haben. Nein, 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 das geht einfach nicht. Christ hat mit Jesus zu tun. Und die Lehre von Jesus findet man in der Bibel. Du kannst doch nicht also sagen, ich bin ein Christ und dann nimmst du die Lehre von Buddha und so weiter. Nein, Jesus ist, er sagt, er ist exklusiv. Er sagt einfach, ich bin der einzige Weg. Einziger Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Nur Jesus Christus. Halleluja. Ich bedanke mich also bei euch und bei allen. Ich danke da unser Herr Jesus Christus für alles, was er uns gibt und alles, was er in unser Leben tut. Danke für die Zeit. Und heute haben wir versucht, also die Fragen zu beantworten. Christ, ist man Christ nach Tradition oder Christ nach der Definition? Die Leute, die von Jesus, die Leute, die ewiges Leben bekommen werden, sind Christen nach Definition, nach der Definition. Halleluja. Gott segne euch im Namen Jesus und wir sagen am Ende zurück zum Wort, zurück zu Jesus. Halleluja. Danke.